Herzlich willkommen bei Andreas Trienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, mit einem Low Carb Rezept. Und zwar heute gibt es Hackfleischknödel. Optimale Mahlzeit zum Mitnehmen, weil die kann man nicht auch kalt werden lassen, schmecken kalt hervorragend und natürlich auch zum direkten Verzehr geeignet. Hervorragend eigentlich abends dann, wenn man je nach Stoffwechseltyp keine Kohlenhydrate mehr essen sollte, beziehungsweise nach Vorhaben Stoffwechseltyp keine Kohlenhydrate, keine Energielieferanten mehr in Form von Zuckerlast zuführen sollte, eine fettarme und eine fast kohlenhydratfreie Mahlzeit. Hackfleisch, Knödel. Und was ich gelernt habe, ich glaube sowas. So, genau so, so soll man hinstehen bei den Videos, habe ich letztens bei einem gesehen, damit der Bizeps ein bisschen mächtiger aussieht. Ist aber eigentlich Quatsch, oder? Sieht doch bescheuert aus, ist für die Verkrampften, vor allem ich komme da gar nicht richtig drunter. Wie hat er das gemacht? So, gut so. Ja, sieht mächtig aus. Und das ist halt das Thumbnail-Bild, damit auch viele draufklicken. Nee, lass mal. Wir stehen so entspannt wie möglich. Keine Luft anhalten, völlig entspannt. Spaß beiseite. Wir waren bei den Hackfleischknödeln. Wir brauchen eine Schüssel, eine große Schüssel. Wir haben hier so knapp an die 1000 Gramm Putenfleisch. Das Ganze durch einen Fleischwolf durchgelassen, aber per Hand natürlich. Warum per Hand? Klar, logisch, gleich eine Trainingseinheit noch mit absolviert. Nee, in der Metzgerei kriegt ihr das in der Regel nicht. Warum? Viele Metzgereien machen das nicht, weil sie danach natürlich nach dem Hackfleisch zubereiten den Hackfleisch, den Wolf sauber machen müssen. Und weil es Salmonellengefahr und so weiter, wegen Putenfleisch, Hähnchenfleisch, das natürlich entsprechend gefährdet ist. Und somit macht er das am besten zu Hause. So ein Hackfleischwolf, so ein Drehwolf, so ein Handwolf kostet viel Geld. Und somit Putenfleisch, knapp 1000 Gramm, gehäckselt, gehackt, gemahlen. Dann haben wir hier eine Zwiebel, ich habe eine rote Zwiebel, mittelgroß, komplett geil geschnitten. Mit einer Zehe Knoblauch noch mit dabei. 75 Gramm Instant Haferflocken, einen Esslöffel Oregano getrocknet und einen Teelöffel Salz und einen Teelöffel Senfextrakt. Und hier haben wir eine mittelgroße rote Paprika, man kann auch eine gelbe oder grüne nehmen, ich finde rot schöner. Dann habe ich hier noch einen Mozzarella Light, den werde ich danach schön klein schneiden. Da kommt mit rein und hier zwei Volleier. Wer es natürlich noch fettarmer möchte, lässt das Eigelb natürlich weg, macht nur das Ei klar. Wir nehmen Volleier heute, weil ich bin nicht in der Wettkampfvorbereitung, Off-Season-Phase und somit kann man natürlich ein bisschen mehr Power brauchen. Das Ganze kommt jetzt hier in die Schüssel rein und dann sind hier eine typische Muffinform. Backofen auf 190 Grad vorgeheizt und da kommen die näher für 30 bis 35 Minuten vorgeheizter Backofen 190 Grad bei Ober- und bei Unterhitze rein und danach sollen sie fertig sein. So, also los geht's. Hier einmal komplett die Zwiebeln, der Knoblauch rein damit, dann das komplette Hähnchenfleisch bzw. Putenfleisch rein damit und da haben wir noch ein bisschen Sandhaferflocken. Dann haben wir hier das Gewürz. Dann haben wir hier zwei Eier. Zwei Eier. Rein damit. Eins. Und zwei. Und hier haben wir noch schön Paprika. So. Und jetzt schneide ich noch ganz schnell. Habe ich vergessen in der Vorbereitung, ich habe da mal was vorbereitet. Den Mozzarella in kleine Würfelchen, nicht den gesamten Mozzarella, das sind 100 Gramm. Ich mache so circa 50 Gramm, mache ich in ganz kleine Würfelchen rein. Es gibt ein ganz tolles Aroma. Alles in der Schüssel, komplett, die gesamte Mischung. Und jetzt kommt der leckere Teil, American Pie, kennt ihr wohl, ne? Mit dem Apfelkuchen und so. Das ist jetzt so ähnlich, nur dass es nicht ganz so warm ist, es ist ein bisschen kalt.
Aber das hat jetzt vermischt, komplett vermischt, schön mit den Händen durchgeknetet. Da gibt man sich ein bisschen Mühe dabei. Umso leckerer werden nachher die Hackfleischknödel. Ich gebe jetzt mal Gas und schau, dass die Dinger so schnell wie möglich fertig werden. Einen Kuchenpinsel und feinstes, oberfeinstes Olivenöl. Ich habe das von der Firma Fahndler aus Österreich. Da habe ich alles mein Öl her, Kürbiskernöl, Leinöl und Olivenöl. Mit dem Olivenöl streiche ich jetzt die Muffinsform ein für die Hackfleischknödel. Und zwar nimm da einen Pinsel und dann einfach die Förmchen ein bisschen einschmieren damit, sodass natürlich das Ganze nachher nicht so arg haftet. Ratzfatz, geht ruckzuck. Gleich fertig. Und dann, wenn das fertig ist, werden mit einem Löffel, zeige ich euch gleich, so, mit einem Löffel schön die Ränder einschmieren, so dass auch nachher nichts anhängen bleibt. So, umso weniger Arbeit haben wir nachher, können wir auch mit Sprühöl machen, aber ich mache das hier mit Pinsel. Das sind vielleicht, wenn es hochkommt, 5 Gramm Fett. Ein Garten bleibt in der Form, vielleicht 2 hängen, beziehungsweise nachher dann im Knödel. So, jetzt kommen die Knödel rein. Wie ihr seht, das ist eigentlich relativ einfach. Rein damit, bisschen glatt drücken. Nächster. Rein damit, bisschen glatt drücken. So. So. Ruckzuck sind die 1000 Gramm an Putenfleisch verarbeitet. Gibt so circa 12 bis 15 Hackfleischknödel. Je nachdem natürlich wie groß die Form ist, je nachdem wie groß die Form ist, gibt es unterschiedliche Größen, erreichen natürlich eben 12 bis 15 sehr, sehr lecker schmeckende, kann ich jetzt schon sagen, weil ich habe das eigentlich schon öfters gemacht. Ist ein altes, uraltes Rezept. Sehr altes Rezept, aber mal wieder frisch aufgelegt. Und rein damit. Gleich haben wir es fertig. Noch ein bisschen. So. Schon ein bisschen was. Kriegen wir auch noch runter. Schon noch ein bisschen was. So. Rein damit. Zack, zack. Seht, das geht ratzfatz. Wenn man da dann so 2000 Gramm macht, kann man natürlich machen, kein Problem. Und dann hat man natürlich eingefrieren danach. Dann hat man ein paar Portionen für ein paar Tage. Und kann dann natürlich hier die immer rausnehmen morgens, entsprechend auftauen lassen. Und dann haben wir ein feines Futter für unterwegs. Das Ganze ist natürlich konform zur guten Figur, konform zum Sixpack, wenn man es haben möchte, oder auch in der Aufbauphase. Bei uns gibt es einen feinen Salat dazu, wir haben Abendessen. Und jetzt ab in die Backröhre. 30, 35 Grad vorgeheizter Backofen bei, Entschuldigung, bei 190 Grad Ober- und Unterhitze. So, die 35 Minuten sind um. Jetzt kommt der spannende Moment. Ich öffne den Backofen. Ha! Wow! Da raucht es ordentlich. Und das schaut mal richtig gut aus. Sehr lecker schaut das Ganze aus, ich zeige es euch gleich. So, und zwar einmal bitte Finger verbrennen, wenn es möglich ist. Da sind mehr Profi da drin. Ah, so. Wie ihr sehen könnt,
So schaut das Ganze aus. Schaut mal hier. Sehr lecker. Hackfleischschnödel. Ich hole jetzt mal einen raus. Ein Hackfleischschnödel natürlich. Und so. Feuer frei. Schaut mal. So sieht das Ganze aus. Ein Hackfleischschnödel. Den kann man natürlich jetzt direkt verzehren, so wie ich das auch mache. Oder man kann abkühlen lassen und dann einfrieren. Und so hat man natürlich dann ein bisschen was für den nächsten Tag. So als Zwischenmahlzeit. So. Gibt es jetzt jeweils einen. So. Die Hackfleischknödel. So schauen sie aus. Sehr lecker. Die schmecken auch kalt verdammt gut. Heiß. Ja, das war's mal wieder. Trinis Fitnessküche. Personaltrainer Andreas Rindbach aus Karlsruhe. Mit dem Motto: Deine Fitness, dein gesundes Essen, dein Fitnessessen, dein Sixpack-Essen, meine Aufgabe. Und zum Abschluss natürlich. Abschlussbild. Moment, ich guck mal, wie es geht. So muss man das machen. Ha? Also gut, nochmal das Ganze. Andreas Rindbacher, Personaltrainer aus Karlsruhe. Deine Fitness. Jetzt habe ich keine Hand frei. Meine Aufgabe.